Herzlich willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir möchten euch heute zeigen, wie einfach ihr mit der iFollow Photo Service Anwendung ganz einfach Digitalkopien nach Hause bestellen könnt. Dafür ist es natürlich erstmal erforderlich, die kostenfreie Anwendung herunterzuladen und ihr könnt dann hier im Hauptmenü erstmal Fotos hinzufügen, die ihr nach Hause bestellen möchtet. Ich habe hier gleich ein Foto hinzugefügt, das findet man jetzt hier bei neue Digitalfotos und hier kann man gleich einige Optionen vornehmen. Zum Beispiel kann man hier unten rechts die Schnellauswahl betätigen, bei der man dann einstellen kann, welches Format man haben möchte, zum Beispiel 10 cm, 9 cm oder auch irgendwas anderes. Da nehmen wir einfach mal das ganz normale. Es gibt dann hier noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten, beziehungsweise hier natürlich erstmal die Möglichkeit, Bilder hinzuzufügen aus der Mediathek, die man gerade geschossen hat oder auch irgendwo anders geschossen hat. Dann gibt es hier noch ein paar Einstellungen, zum Beispiel kann man Projektnamen hinzufügen, Aufnahmedatum und, also und da ist einiges erforderlich bzw. optional möglich, was man hier einstellen kann. Aber ich gehe jetzt einfach mal auf dieses eine Foto hier. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel auch das Format ausgewählt. Und deshalb können wir auch schon auf Zurückgehen und danach auf Bestellen klicken. Man kann natürlich noch viele weitere Sachen hinzufügen und diese dann entsprechend ebenfalls mitbestellen, aber es ist ja hier nur ein kleiner Testdurchlauf. Und hier wird man jetzt noch gewarnt, dass das Foto eine relativ geringe Auflösung hat, weil es zum Beispiel von Instagram war bei mir jetzt. Aber ich sag mal, es ist in Ordnung, ich möchte es trotzdem bestellen, weil es mir so gut gefällt. Und hier werden dann die einzelnen Informationen angezeigt. Hier, das ist in diesem Falle das ist ein zweimal abgezogen, also es sind zwei Abzüge in diesem Falle für jeweils 15 Cent. Vorhin konnte man ja schließlich einstellen, wie viele Abzüge man haben möchte. Und hier wird das Ganze nur angezeigt. Ein bisschen Versand kommt noch oben drauf. Und es ist von daher natürlich sinnvoll, gleich ein paar mehr Bilder zu bestellen, damit der Versand proportional gesehen nicht so groß ist. Das war es aber eigentlich jetzt schon von uns. Die Anwendung ist auf jeden Fall ziemlich einfach zu bedienen und für die nächste Fotobestellung zu empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.